Orbit 360 ist, ja, ist mittlerweile fast wie so ein Lebenswerk geworden. Ist halt das, was ich mache, das, wo ich sehr viel Energie reinstecke, sehr viel Zeit und ja, eigentlich vergeht kein Tag, an dem es nicht irgendwo Orbit 360 in meinem Kopf rumlungert. Es ist ein Job, es ist ein Hobby, es ist eine Leidenschaft, es sind ganz viele tolle Menschen drumherum. Ja, so lässt sich wahrscheinlich am besten zusammenfassen. Für mich macht das Festival einzigartig die Mischung an Personen, die da kommen. Also es ist vollkommen egal, mit was für einem Fahrrad du da ankommst, mit was für einem Background du ankommst, welchen Alters, welchen Geschlechts, was für eine sexuelle Orientierung. Wir kommen da alle zusammen, weil uns ein was verbindet und das ist halt die Liebe zum Fahrradfahren, die Liebe zum Gravel. Ich finde, die Gravel-Serie schließt oder verbindet Menschen, die gerne lange Routen fahren, mit Menschen, die gerne mal lange Routen fahren möchten. In meinem Fall zumindest war auch der Ride Far wirklich eine Gruppenausfahrt zum Socializen, zum Schnacken, wo man jetzt nicht irgendwie gesagt hat, wir wollen jetzt hier unsere persönlichen Rekorde fahren, sondern wir wollen zusammen irgendwie schönes Wetter genießen und eine schöne Route genießen und am Ende noch zusammen Bierchen trinken. Ich glaube, ja, die ganze Serie als Plattform, mittlerweile auch die Community, die gewachsen ist, ist eine super Basis, um zu starten oder auch eine super Plattform, um zu sein mit dem, was man eh schon macht und sich gegenseitig auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Die Gravel-Serie ist im Prinzip ein Format, wo die Teilnehmenden auf einer bestimmten Anzahl von Orbits, die wechselt jedes Jahr und die werden jedes Jahr neu gescoutet. Und man hat quasi ein gewisses Zeitfenster, das ist dieses Jahr 5 Monate, davor war es immer ein bisschen kürzer. Und dann gehen die Teilnehmenden auf die Routen, fahren die Routen, verlinken uns mit Komoot und dann wird im Hintergrund ein Ranking erstellt. Dann kann quasi jede Person sich ein bisschen vergleichen, wie sie mit anderen Menschen steht, aber eigentlich ist es der Grundgedanke, geht raus, fahrt Fahrrad, habt eine gute Zeit und wir stellen eine Route bereit, die von einem lokalen Scout gescoutet wurde. Oh, das liegt halt auch sehr nah beieinander. Freud und Leid, Schmerz und Hochgefühle. Genau das gehört, glaube ich, zu der Radfahrt auch dazu. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass wenn man am Ende irgendwo angekommen ist, ob das jetzt am Ende der Route ist oder ob man auch vielleicht gar nicht die Route bis zum Ende fährt und sich sie aufteilt. Man kommt immer an irgendwo und ja, wir können immer stolz auf uns sein am Ende des Tages nach den gefahrenen Kilometern, weil wir uns ja auch häufig selbst sehr nahe kommen. Und ich finde, wenn wir uns selbst nahe sind, kommen wir auch immer ein Stückchen weiter. Ich glaube, viele erinnern sich, als Orbit 360 entstanden ist, waren schon noch längere Routen, die auch ein bisschen härter waren, wo viele dann doch lieber zum Mountainbike gegriffen haben. Mittlerweile freue ich mich einfach, wenn Menschen aufs Rad springen. Und es gibt so viele tolle Geschichten, so viele E-Mails, die ich bekommen habe, wo Menschen mir einfach geschrieben haben, dass das Rad auch deren Leben verändert hat und das zum Teil auch durch Orbit, weil es ist, diese 30-Kilometer-Routen, die kann man fahren, aber ich glaube, wenn man so 150, 200 Kilometer fährt und schafft das an einem Tag, dieses Erfolgserlebnis, was einfach danach kommt und auch diese positiven Gefühle, wenn man auf einem Orbit ist und weiß, hey, hier sind andere Menschen lang gefahren, hier gibt es auch einen Scout dahinter, der oder die sich lange überlegt haben, warum man genau diesen einen Weg jetzt fährt, positiv wie auch negativ, ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste mit. Mir gibt das Fahrrad alles, was ich brauche. Und
Ja, ich kann mich auf dem Fahrrad eigentlich am besten spüren, selbst wahrnehmen und auch für mich sein. Ohne Verantwortung, nur für mich. Ja, ich glaube, den ganz speziellen Charakter hat die Gravel-Serie dadurch bekommen, dass wir das Abenteuer vor die Haustür der Teilnehmenden bringen. Bei einem Orbit kann man, also hundertprozentig ist überall ein Orbit relativ in der Nähe, wo auch immer man wohnt. Und selbst wenn man die in der Nähe sind, abgefahren ist, die Orbits, kann man auch noch mit 2-3 Stunden Zugfahrt noch weitere erfahren. Und es ist eine super geringe Einstiegshürde, einen Orbit zu fahren. Er ist nicht so lang. Es könnte quasi eine Vorbereitung sein dann auf so ein nächstes Ultrarennen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir versuchen, etwas nachhaltiger zu sein und nicht in den Flieger zu steigen, ist es einfach ein super, super schönes Event, mit dem man starten kann. Und darauf aufbauen kann man ja immer noch schauen, ob man noch mal Lust hätte, ein größeres, längeres Rennen zu fahren. Ride Far bedeutet ganz banal ausgesprochen erstmal Ride for a Reason. Und die Idee kam mir im ersten Jahr, als ich die ganzen Kennzahlen von der Gravel-Serie zusammengeschrieben habe. Und da kamen einfach wahnsinnige Werte raus, unter anderem 1,6 Millionen Höhenmeter. Das kommt mir immer noch so, das ist so, eine fette Zahl in meinem Kopf. Und dann habe ich gedacht, dass wir das irgendwie mal, diese ganzen gefahrenen Kilometer, mal nutzen und das mit einem sozialen Projekt verbinden. Bei Ride for a Reason fahren wir sozusagen alle für den guten Zweck. Das heißt, die Leute, wenn sie mitmachen wollen, können sich anmelden. Die Routen, das haben wir vorher alles im Vorfeld organisiert. Also die Scouterinnen haben die Routen fertig gemacht. Wir wissen, wo die stattfinden werden, wer welche hosten wird. Und dann kann man sich online auf der Orbit-Seite anmelden. Und die ganzen Routen gibt es dann alle auf Komoot. Die kann man sich dann runterladen. Und die Daten sind auch alle schon gesetzt. Das heißt, man weiß dann genau, wann man dahin muss. Und auf der Website, wo man sich anmeldet, soll man dann eben auch eine kleine Spende dalassen. Ja, dann muss man nur noch zum Ride erscheinen und die Tour heil überstehen. Und die Spendengelder haben wir dann genutzt, um damit fahrradbezogene Non-Profit-Organisationen zu supporten. Ride Far hat sich jetzt im letzten Jahr auch nochmal geändert, weil Covid nicht mehr da war und jetzt war es endlich wieder erlaubt, zusammen als Team oder als Gruppe zu fahren. Und in diesem Jahr haben wir Community-Ausfahrten angeboten. Das waren, ich glaube, knapp über 50 und wir hatten über 1500 Teilnehmende. Also man sieht, die Menschen wollen irgendwie wieder zusammenfahren, sie wollen zusammen abhängen, sie wollen zusammen Zeit verbringen. Und das alles unter diesem Schirm, dass man das Geld, was man gespendet hat, nutzt und supportet für Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht. Ich glaube, eine Zielgruppe gibt es bei Ride Far gar nicht so unbedingt, weil es gab so viele unterschiedliche ScouterInnen, dass es super lange Rides gab, anspruchsvolle Sachen, auch kürzere Runden mit jetzt nicht super anspruchsvollen Trails oder vielen Höhenmetern. Das heißt, man konnte, glaube ich, wenn man Lust hatte mitzumachen, einfach gucken, worauf hat man Lust, und dann hat man geguckt, was ist denn so in der Nähe so vorhanden. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich eine abwechslungsreiche Route gebastelt habe, aber dann gesagt habe, wir fahren in mehreren Gruppen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sodass da auch irgendwie alle abgeholt werden. Und habe das auch deutlich versucht zu kommunizieren, dass da eigentlich jeder Mensch willkommen ist, der da Lust hat mitzumachen. Die Minimaldistanz ist 100 Kilometer, weil da dachte ich immer, diese 100 Kilometer Marke zu knacken, könnte für viele so eine magische Grenze sein, die man sich nicht traut, alleine zu fahren, aber wenn man in einer Gruppe ist, wenn man ein bisschen Windschatten hat, wenn man auch einfach die Sicherheit durch andere Menschen dabei hat, dass man sich dann vielleicht doch traut. Und auch die Reisegeschwindigkeiten haben wir von entspannteren Social Rides bis wirklich schnelle Ausfahrten eigentlich alles dabei gehabt dieses Jahr. Ich selber habe die Umgebung neu entdeckt durch das Scouten und durch das ständige neue Entdecken von neuen Wegen und war total überrascht, wie geil das einfach in meiner Ecke ist. Ich dachte so, Braunschweig ist voll langweilig, da ist nichts los und es sind so schöne Wege. Und das dann so Leuten zu zeigen, so, hey, was, du kennst den Weg nicht, dann musst du mal gefahren sein, der macht total viel Spaß, so gerade bei irgendwelchen schönen Trails. Das macht mir mega Spaß und wenn ich dann eine Route plane und am Ende kommen alle und sagen, boah, Bianca, das war voll die geile Route, die Wege kannte ich alle noch gar nicht, dann ist das halt mega, mega schön. Und wenn ich dann obendrauf noch eine Gruppenausfahrt organisiere und da irgendwie, ja, vielleicht noch mal so ein bisschen auch
zum einen was Gutes tue durch solche Spenden, dass Leute da eben so ein bisschen das vielleicht sonst nicht gespendet hätten, aber auch einfach drüber nachdenken, was für ein Privileg das ist. Also, dass wir dann da zusammensitzen und alle eine gute Zeit haben und hier so leichtfüßig durch unser Leben gehen, das finde ich, sollte man sich ab und zu einfach mal ins Gedächtnis rufen und da auch echt dankbar für sein. Mir ist es da irgendwo wichtig, Flinter zu motivieren, auch einfach zu ermutigen und auch zu sagen, ey, wir machen hier eine Route, ihr braucht alle keinen Schiss haben, kommt vorbei und lernt uns kennen und lernt Leute kennen, mit denen ihr das so machen könnt und auch austauschen könnt, weil es gibt da manchmal auch einfach Themen, über die man vielleicht auch nicht so gerne spricht oder wo man einfach noch Fragen hat und dass man da sich austauschen kann in so einem Art Safe Space. Ich finde, das Gravity Festival ist der Ursprung, das allererste Festival, was ich kenne, oder Zusammenkunft, die ich kenne, wo Musik, wo die urbane Fahrradkultur, wo die Gravel Race, die Serie, die ganze Gemeinschaft zusammenkommt und wir ultraschön an einem ultraschönen Ort eine wunderschöne Community-Zeit haben. Vom ersten Jahr an wollte ich so ein kleines Festival oder zumindest eine Zusammenkunft von allen Teilnehmenden machen. Und jetzt über die Jahre ist das Gravity zu einem richtigen Festival. Ich würde es nicht mehr Zusammenkunft nur noch nennen. Und es ist auch interessant, es sind nicht nur die Menschen, die jetzt bei der Gravel-Serie teilnehmen, sondern eigentlich sind es alle Leute bunt gemischt aus der Radszene, teilweise sogar auch schon außerhalb der Radszene, die Lust haben, ein Wochenende auf so ein bisschen Radfahren, Musik und Kultur. Nur so über sozialen Medien und digitaler Austausch und man sieht sich fast kaum oder selten oder vielleicht mal bei 2, 3 Veranstaltungen im Jahr oder Rennen, reicht nicht aus, um sich gemeinschaftlich zu bilden. So sieht man auch mal die Person in real life. So, und das ist einfach ultra schön und so wächst man immer mehr zusammen und die Szene wird liebevoller und schöner gestaltet dadurch. Die Stimmung auf dem Festival habe ich sehr offen und sehr hilfsbereit und einfach ja, ohne Grenzen erlebt, in a good way ohne Grenzen. Es war tatsächlich so, dass ich ganz tolle Menschen kennengelernt, die ganz viele Tipps weitergeben, die sich gegenseitig bestärken, die total aneinander interessiert sind, die aus total unterschiedlichen Hintergründen kommen, auf ganz unterschiedlichen Leveln fahren, aus ganz unterschiedlichen Gründen auf dem Festival waren, um dort was zu reißen und dort mal richtig Fahrrad zu fahren oder auch einfach mal richtig zu feiern oder so wie ich mit einem Sekt in einem Whirlpool zu sitzen und in den Sternenhimmel zu gucken. Man kann so viele tolle Ecken entdecken und so viele Erfahrungen machen und so viele Menschen und Seelen, Gedanken, Pläne aufsaugen, sich für andere Events verabreden. Beste Stimmung, mein absolutes Lieblingsfestival und mein Highlight gewesen dieses Jahr. Die Stimmung ist durchgehend erste Sahne. Aufbau ist ja immer wieder jedes Jahr aufs Neue gewesen. Wir sind ja alles Freunde und Freundinnen. Also es ist ja total verrückt, mit wie wenig Menschen, oder nicht wenig Menschen, aber mit einer überschaubar großen Anzahl Menschen, wie das Festival aufbauen. Wir haben 4, 5 Tage, ich glaube es waren tatsächlich sogar 5 Tage lang aufgebaut. Und die ersten 1 bis 3 Tage ist man noch relativ entspannt und guckt da ein kleines Special noch hinzubauen oder noch irgendwelche kleinen Besonderheiten zu verstecken.
Und die letzten zwei Tage sind dann tatsächlich durchpowern und full on, weil man merkt, dass da noch was fehlt und doch da noch irgendwie was Cooles hin sollte. Oder man vielleicht auch hier und da eine kleine Sache vergessen hat. Deswegen war das schon durchpowern am Ende. Aber ja, in so einer coolen Atmosphäre und mit so einem coolen Team einfach ja, Stresslevel 0 und Spaßlevel 1000. Deswegen ja, gar kein Ding gewesen. Und dann, wenn der Aufbau abgeschlossen ist und dann rückt es langsam hin zu Freitag und dann gehen die Orbit 360 Tore auf und meine Familie, die ja auch mal voll involviert ist, die kommt dann auch und dann macht Mami Essen und Papi ist am Grill. Ich glaube, da kommen einfach richtig viele gute Menschen zusammen, die eine gute Zeit haben und auch Lust haben, was zu machen und Lust haben, was zu kreieren und was zu schaffen. Wenn ich mich erinnere, wie das Tor aufgegangen ist und die Leute so das erste Mal durch den Eingang gegangen sind und wie sehr sich alle gefreut haben, durch diesen super krassen Torbogen dort zu laufen, einfach toll. Und ja, dementsprechend ging es mir auch einfach richtig gut die ganze Zeit. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, an dem ich mal kurz dachte, so, oh, jetzt wäre ich lieber zu Hause in meinem warmen Bett. Überhaupt nicht. Keine Sekunde. Wir haben vor allen Dingen das Awareness-Konzept, was ich selber aus der Clubkultur kenne. Und mir ist persönlich wichtig, ist, dass jeder seinen freien Raum hat und jeder so natürlich und so offen sein kann, wie er möchte. Und das ist unter anderem auch ein Punkt, was ich finde, dass in der Fahrradkultur, in unserer Fahrradbubble auch ein großer Teil sein sollte. Das heißt, dass jeder das anziehen mag, sich bewegen mag, sich geben soll, wie er möchte. Gerade bei dem Festival soll das schon ein Ort sein, wo man irgendwie auch mal aus sich herauskommen kann, ohne bewertet zu werden von irgendwelchen anderen Personen oder irgendwelchen stereotypischen Strukturen sich unwohl fühlt. Deswegen gibt es so ein Awareness-Konzept und deswegen gibt es halt auch Personen, die das dann direkt ausleben, an die man sich wenden kann beim Festival, wenn man selber was mitbekommt, wenn man selber eine Art von Diskriminierung oder Unwohlsein oder bemerkt, kann man sich zu uns wenden und wir versuchen mit unserem Wissen, mit unserem Awareness-Wissensstand und mit den Optionen, diese Problematik, diese zwischenmenschliche Problematik zu lösen. Ich wünsche mir fürs nächste Festival, dass wir wieder in so einem super tollen Kreis zusammenkommen, dass wir es schaffen, genau diese Atmosphäre wieder rauszukitzeln und irgendwas zwischen Entdeckerlust und einem sicheren Ort, in dem man sich entfalten kann, wo man Menschen kennenlernen kann und wo man einfach alles sein darf, was man möchte, zu schaffen und dabei ein bisschen Radfahren und die Natur entdecken und das von mir liebevoll genannte Sandenburg ja, nochmal neu zu entdecken und immer wieder ja, irgendwas Tolles, Neues mitzunehmen und seines Menschen, seines Naturideen, Races, die man sich angucken möchte. Ich finde, das Festival, das Gravity Festival, sollte sich weiterentwickeln, auf jeden Fall weiterentwickeln. Es sollte nie stehen bleiben, weil ich meine, wir bleiben mit unseren Fahrrädern noch nicht stehen. Ein Blick in die Glaskugel. Die drei Events, Gravity Ride Far und Gravity Festival, die wird es ganz normal weiter so geben. Und jetzt gerade bin ich noch dabei, ein viertes Event ins Leben zu rufen. Und ich liebe Ultrarennen.
Und ich wollte schon immer mein eigenes Rennen organisieren. Das war mit der Gravel-Serie alles nicht umsetzbar, weil es da schon zu viel Arbeit war. Aber es besteht schon ein grober Rahmen und jetzt wird in 2024 auch auf jeden Fall noch ein viertes Event kommen, was dann ein Rennen ist.